Okay. Ist vielleicht so viel? Nein. So viel? Nö. So viel? Aha. Na, immerhin. Skorpionschwänze müssen ja wirklich extrem viel wiegen. Hm. Schon gesagt, hm? Hm. Ich meine, wir waren jetzt im Nordwesten, aber da war halt nichts, ne? Also außer es in einer der Städte. Wo sind die ganzen Leute hin? Sie haben Bedenken? Farmer. Nach Nordwesten. Hm. Nach Nordwesten ist halt nichts, ne? Also ich würde das schon irgendwie gerne diplomatisch lösen, aber Nordwesten, also außer es ist hier oben irgendwas. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Hm. Gehen wir nochmal in General Store. Vielleicht können wir ihm ja sagen, ey, der ist einfach nach Nordwesten geflohen, fertig. Ne, Jo? In 9 Tagen. Okay, wo habe ich gespeichert? Bevor ich da hingegangen bin, Jo. Okay, gehen wir da nochmal hin. Sehen hier nochmal, ey, das ist alles, ne? Gedöns, die sagen wieder Error, das ist immer toll. Ganz toll ist das. So, lassen wir die Falle nochmal zuschlampen. Ist keine Falle zugegangen. Okay. Nur leere Kisten. Aha. Nee, nicht so, sondern mit euch reden. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Okay, ich werde euch friedlich folgen. Dann sind wir wieder bei dem Typen. Jo, ist richtig. Was hast du mit mir vor? Okay, ein paar Fragen. Tralala. Was ist der Zweck der Eurobotschaft? Dank unseres neuen Bewässerungssystems erwirtschaften wir einen großen Lebensmittelüberschuss. Wir möchten mit den Oberflächenländern handeln und unsere überschüssigen Lebensmittel gegen dringend benötigte Arzneimittel eintauschen. Okay, kann ich noch ein paar Fragen stellen? Ich habe genug gehört, ich habe meine Entscheidung. Ich möchte euch meine Entscheidung mitteilen. Ich werde eure Botschaft gerne nach Mordor bringen. Ich wusste, dass du uns verstehen würdest. Ja, 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 komm. Okay, gut. Können natürlich hier nochmal mit dem Johnny reden. Einfach nur, weil wegen ist so.
war, glaube ich, er hier, ne? Nee. Ja. Wie heißt du, Kleiner? Ich heiße Mammut. Deine Eltern haben mich geschickt, trotz mir nicht. Okay, Mister, ich glaub dir. Alles klar. Wir sollten noch theoretisch Weg hier überzeugen. Frage ist, ob ich das jetzt schon kann. Vielleicht wäre das halt schon mal so ein Pluspunkt. Ich speichere auf jeden Fall hier mal. Da kommt so eine Klapptür raus. Alles klar, gut. Also kann ich jetzt noch nicht mit ihm reden. Ist auch okay. Jo, Tag, ey. Nein, nein, du sollst die Tür nicht wieder schließen. Ja, die Tür wurde geschlossen. Wie gesagt, du darfst passieren. Jo. Okay. Gut, gut, gut. Doch, jetzt werde ich wieder attackiert. Was? Ich sehe einige Bauern. Aha. Guten Tag. Alter, ne, dort, wo ich sie sehen kann. Wir wohnen in letzter Zeit. Ja, okay, gut. Ich bin auf Durchreise. Ich bin schon weg. Ich will denen ja gar nichts, ne? Wohl, da ist eine Tür. Aber in der Tür haben wir auch nichts drin. Gut, da wäre halt so ein Knochenkasten gewesen, aber ja, gut. Ist dann halt jetzt so, ne? So. Hauptstraße. Ich speichere auf jeden Fall hier auch ab. Bevor es da halt jetzt hier heißt, ey, ne? Wir haben nur noch so und so viel Zeit, so und so viel Tage Zeit. Ne, jo. Vom Anführer der Schlacken. Die ganzen Leichen sind Schwindel. Karl. Ich schaue, was ich tun kann. Das hatten wir ja vorhin alles schon vorgelesen. Ach, guck mal, er ist sogar Sheriff. Ich wusste gar nicht, dass er Sheriff ist, aber gut. Und ich hab's vergessen. So. Also gehen wir hier wieder runter. Und fragen mal, ey, listen, hey. Sie haben Bedenken. Sie wollen wissen, was mit dem Farmer passiert ist. Dass er nach Nordwesten floh. Aber wo Nordwesten? Wir speichern noch hier. Speichern mal hier. So. Gucken wir uns Nordwesten nochmal an. Ich meine, irgendwo muss er ja tatsächlich sein. Hoffe ich. Und wenn es nur eine Leiche ist. Hier ist definitiv nicht so viel. Machen wir mal Durchreise bis nach dahin. Oder halt auch nicht. Ja, sorry, ich muss da mal durch. ...500.000 Treffer später. Sulik hat immer noch Angst, oder was?
Wo kann das sein, wo die sich oder wo er sich versteckt hält? Wo kann er hingelaufen sein? Vielleicht ist es auch in einem der bereits bekannten Städte einfach ein Typ, der heißt Karl, den ich einfach so an sich halt nicht mehr kenne. Oder halt wieder vergessen habe, dass er Karl heißt. So ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Ich möchte keine Bauern und Geckos begegnen. Ob es in Klammern jemanden gibt, der Karl heißt? Ich glaube ja nicht. Stift mit der. Heißt du Karl? Nein. Karl! Ich so Karl! Karl! Das ist Smiley. Du bist nicht Karl. Doch auch. Nee, also ich glaube nicht, dass wir hier jemanden finden, der Karl heißt. Oder? John? Keine Ahnung, wo Karl sein soll. Ich meine, dass er hier ist, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Bin ich ganz ehrlich. Bleibe aber auch Nordwesten gelogen. Laden wir nochmal. Und gehen dann stattdessen nach Nordosten. Weil es gab ja hier offensichtlich nichts. Obwohl, vielleicht können wir auch weitere Informationen kriegen von anderen Leuten. Wie zum Beispiel dir. Wie gesagt, du darfst passieren. Was mit dir? Vielleicht können wir uns ja mit einer Oberfläche vertragen. Ulm, danke für deine Hilfe. Seid alle Ulme. So ein bisschen. Ulm ist wahrscheinlich nur ein Begriff für Leute, die hier unten wohnen. Das sind alles Ulms. Oder halt Wachen. Ja, das Bett wollte ich nicht angucken. Ulm. Die Wachen werden ja auch nicht so viel zu erzählen haben, das ist das Problem. Scheint irgendein Sorte Wachmann zu sein. Ja, alles nur Ulms. Na gut. Okay. Dann müssen wir weitersuchen. Hilft ja nichts. Bunkerstadt und unbekannt. Frage ist, was ist unbekannt? Unbekannt ist das, was du nicht kennst. Ja, komm. Verarsche ich mich allein.
Eine kleine Siedlung Gecko, was? Die kleine Siedlung Gecko. Aha. Gut, hier wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich will ja gucken. Wo ist Karl? Karl! Was tötet Menschen? Wir durchsuchen hier weiter in das Gebiet. Muss ja, keine Ahnung, irgendwo eine Höhle oder ähnliches sein. Oder aber es ist tatsächlich in irgendwelchen Zufallsbegegnungen hier. Das dann heißt, ey, da liegt Karl. Er trägt eine Hundemarke, wo drauf steht Karl. Findet Karl die Serie oder so, ich weiß auch nicht. Ja, ja. Aber halt im Nordwesten ist ja wirklich so gar nichts. Und das Problem ist, ich kann ja auch nicht Jo sagen, ey. Ne? Ich kann dir nicht sagen, ja, Karl ist einfach irgendwo im Nordwesten. Ist ja nun mal so. Kleiner Händler mit seiner Uzi, weißt du? Das ist auch ganz toll. Was ist mit Zudik los? Warum kämpft er denn nicht mehr? Auserwähltes Wesen, der Geist unserer Vorfahren geleitet mich in die Welt der Träume, sodass ich deine Gedanken berühren kann. Unser Dorf leidet ohne das heilige Geg. Unser Leben liegt in deinen Händen wie in den Händen. Aha, hier ist ja nett. Hier ist auch so gar nichts. Ja. Ich glaube, das war halt so ein Hinweis für, ey Mensch, ne, das Dorf, ne, es leidet. Du solltest dich mal so langsam so ein bisschen beeilen. Wäre natürlich doof. Gut. Halt, warte, was ich vielleicht auch nochmal machen könnte. Nicht Strategieboss, nein, ich will da runter nochmal. So, und dann will ich mit dir nochmal reden. Vielleicht kann ich Johnny mitnehmen. Johnny möchte zu seinen Eltern. Ich sehe, hast du Johnny getroffen. Wir haben ihn in einem unserer tiefsten Tunnel gefunden, wo er den Dunkelheit umherstarrte. Er sagte, er sei in seinen ausgetrockneten Brunnen in der Nähe seines Hauses gefallen und saß dann in einem Tunnel zu unseren Höhlen fest. Wir haben ihn wie ein und der unseren behandelt und lieben ihn alle. Du wirst verstehen, dass wir ihn nicht einfach so völlig Fremden anvertrauen können. Der erst auch zeigen muss, dass er, ob er vertrauenswürdig ist. Ich würde Johnny nach Hause schicken, wenn ich sicher bin, dass er auch sicher dort ankommt. Alles klar. Ja, das war zu befürchten. Aber wo soll Karl sein? Ich meine, ich kann auch noch mal vorsichtshalber. Ich kann ja mitten in der Wildnis einfach sagen, ey, ich will da mal mich umgucken. Wenn ich jetzt beispielsweise mal sage, auf dem Quadrat da will ich mich umgucken, dann gucke ich mich da um. Ist Nordwesten. Aber kein Karl. Ja, ich habe leider keine Ahnung. Ich würde gerne wissen, wo Karl ist.
Die macht das nicht ungern, aber ich werde tatsächlich mir das im Internet angucken, wo Karl ist, weil ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir wissen auch nicht, ob er uns hier verarscht. Ja, nein, vielleicht eventuell. Wir haben ja gerade hier sämtliche Gegenden da angeguckt. Da ist kein Karl. Also außer er ist in Gekko-Dorf, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, in Gekko-Dorf gab es noch andere Dinge zu tun. Deswegen mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 2 dann wieder. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.